fühlt es sich an, ein Kind zu töten? Das wollte der psychisch kranke Oliver S. wissen. Er sei von hinten an den Jungen herangetreten und habe ihm die Hand an den Hals gelegt und dann zugedrückt. Danach missbrauchte er den toten Jungen und schnitt ihm schließlich mit einem Messer den Kopf ab. Entsetzlicher und grauenhafter kann das gar nicht sein. Er ist 9 Jahre alt und deshalb waren die Kinder verrückt nach Pokémon. Er hat bei Fotos, wo kleine Mädchen zu sehen waren, Schnitte in die Fotos hineingemalt an ihren Hälsen. Ist doch wirklich bescheuert, oder nicht? Julia, die Freundin von Oliver S., unterstützt ihn bei dem Mordplan. In dieser Crime-Doku nehme ich euch mit ins Jahr 2001. Am 9. Januar passiert hier im Duisburger Stadtteil Homberg ein grausames Verbrechen, was einen erstarren und mit absoluter Ratlosigkeit zurücklässt. Ein 9-jähriger Junge wird in eine Wohnung gelockt, getötet und enthauptet. Und das aus purer Mord- und Sexlust eines Pärchens, das selbst gerade einmal 18 und 23 Jahre alt ist. Wie es genau dazu kam und wer die Täter sind, das erzähle ich euch jetzt. Duisburg im März 2000. Oliver S. und Julia B. lernen sich kennen, verlieben sich, werden ein Paar. Soweit so normal. Doch die Beziehung zwischen Oliver S. und Julia B. ist besonders. Sie ist geprägt von sadomasochistischen Fantasien und gewaltvollen Sexpraktiken und mündet schließlich im Mord eines kleinen Jungen. Am 9. Januar dieses Jahres ist nach Überzeugung des Gerichts der 9-jährige Türke Sedat von Oliver S. in diese Wohnung gelockt und dort von ihm erwürgt worden. Anschließend hätten Oliver S. und seine Freundin neben der Leiche Sex gehabt und sie schließlich enthauptet. Ich will in diesem Film herausfinden, wie es zu diesem schrecklichen Verbrechen kommen konnte und wieso es als Pokémon-Mord in die Kriminalgeschichte eingegangen ist. Außerdem möchte ich gern mehr Hintergründe über die Täter Oliver S. und Julia B. erfahren und mich interessiert, wie ist dieser bestialische Kindsmord psychologisch einzuordnen. Denn ich muss zugeben, ich bin fassungslos und kann mir einfach nicht erklären, wie ein Mensch zu solch einer schlimmen Tat an einem Kind fähig ist. Das soll mir eine Expertin einordnen, die Sexualstraftäter therapeutisch betreut. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Was macht diesen Mord aus kriminalpsychologischer Sicht so besonders? Wie ist das einzuordnen? In diesem Fall sind zwei Menschen, die Besonderheiten entwickelt haben aufgrund ihrer ungünstigen Biografien. Und es kann gut sein, dass jeder für sich genommen diesen Schritt hin zu dieser Tat niemals gemacht hätte. Aber aufgrund der Dynamik, die sich durch die Beziehung entwickelt hat, kam es überhaupt erst dazu, dass dann die Entscheidung hin zu dieser Tat getroffen wurde. Und man kann hier natürlich sehr viel lernen über solche dysfunktionalen Beziehungsdynamiken. Oliver S., 23 Jahre. Schon als Kind entwickelte er erste Gewaltfantasien, die mit Vergewaltigung oder Mord enden. Er wird psychologisch betreut. Oliver S. findet nur sehr schwer sozialen Anschluss, er ist Einzelgänger. Julia B. ist seine erste Freundin. Die 18-Jährige wird mit 8 Monaten adoptiert. Ihr leiblicher Vater sitzt während ihrer Geburt im Gefängnis. Ihre Mutter ist drogenabhängig und prostituiert sich. Julia B. fixiert sich zunehmend auf ihren Freund Oliver S., lässt sich immer mehr auf seine abnormalen Fantasien ein. Der Angeklagte stellte sich bei diesen Gelegenheiten mitunter das Gesicht eines Opfers vor. Auf beständiges Nachfragen seitens der Angeklagten hin erklärte der Angeklagte schließlich, dass sein Verlangen, ein Kind zu töten, immer stärker werde. Menschen, die berichten, dass sie bereits in ihrer Kindheit sehr explizite, detaillierte Gewaltfantasien bis hin zu Tötungsfantasien entwickelt haben. Bei denen kann man typischerweise Besonderheiten in der Biografie feststellen, die in einem Zusammenhang zu dieser Entwicklung stehen. Im vorliegenden Fall wissen wir einiges über die Kindheit des Täters, also ein Junge, der Sprachschwierigkeiten hat und der auch noch einen Buckel hat. Das ist natürlich ein Junge, der sehr wahrscheinlich von anderen auch gehänselt wird, der Entwertung erlebt. Die allermeisten Menschen, die so etwas als Kinder erleben, die lernen, das zu überwinden, die lernen, ein funktionales Leben zu führen. Aber bei einigen dieser Menschen kann es sein, dass diese heftigen Verletzungen, diese Entwertungen, dass die dazu führen, dass sie sich einerseits von anderen Menschen emotional zurückziehen, damit andere ihnen auch nicht mehr wehtun können. Aber andererseits müssen sie ja diese Schmerzen, die sie durch andere erfahren, auch verarbeiten. Und es kann passieren, und das war in diesem Fall offenbar so, dass diese Schmerzen dann umgewandelt werden in den Hass gegen diese anderen Menschen. Und das kann die Grundlage sein für jemanden, der dann aufgrund von sehr exzessiven, gewalttätigen Fantasien auch einen anderen
der Tat sollte nämlich in der Nachbarschaft eine Beerdigung stattfinden, zu der viele Bewohner hinwollten. Und diesen Umstand wollte Oliver S. bewusst ausnutzen, um seinen Plan ungestört ausführen zu können. Gezielt hatte sich der Täter aus der Nachbarschaft den kleinen Sedat ausgesucht, ihn auf dem Spielplatz angesprochen und mit Pokémon-Karten in seine Wohnung gelockt. Er sagt, in der Wohnung habe der Junge sich ein Aquarium angeguckt. Er sei von hinten an den Jungen herangetreten und habe ihm die Hand an den Hals gelegt und dann zugedrückt. Und der Junge sei dann tot gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin entsetzt, wie perfide Oliver S. vorgegangen ist. Er nutzt das Vertrauen des kleinen Jungen ganz bewusst aus, indem er ihn mit dessen Vorlieben für Pokémon-Karten in seine Wohnung lockt, mit der klaren Absicht, ihn dort zu ermorden. Sedat war ihm also schutzlos ausgeliefert. Damit aber nicht genug, es ging ja noch weiter. Jetzt kommt nämlich auch noch Julia, Olivers Freundin, in die Wohnung dazu. Anschließend hätten Oliver S. und seine Freundin neben der Leiche Sex gehabt und sie schließlich enthauptet. Zwei Tage später entdeckte ein Spaziergänger mit seinem Hund den Torso eines Kindes in einem Koffer. Den abgetrennten Kopf und die Kleidung des Jungen finden die Polizisten im Altkleidercontainer daneben. Es gab Warnzeichen dafür, dass eine Fantasie, die solche Elemente beinhaltet, sich bei ihm entwickelt hat. Sehr früh auch, glaube ich, ne? Ja, da ist die Geschichte, dass er eben, als er ungefähr 15 war, Fotos genommen hat von Familienfeierlichkeiten und da waren Kinder drauf und er hat bei Fotos, wo kleine Mädchen zu sehen waren, Schnitte in die Fotos hineingemalt an ihren Hälsen. Natürlich ein naheliegendes Zeichen dafür, dass diese Fantasie, in einen Hals zu schneiden, einen Kopf vielleicht abzutrennen, dass die damals schon da war. Wir stellen uns einen Menschen vor, der lebende Menschen sein Leben lang als Bedrohung empfand und auf Distanz hielt. Dann ist ein lebender Mensch für ihn potenziell bedrohlich, die Leiche nicht mehr. Ja. Das könnte möglicherweise also eine Grundlage sein dafür, dass sich gerade diese nekrophilen Aspekte auch so stark bei ihm entwickelt haben. Für mich ist das einfach nur krank, mir fehlen echt die Worte. Vor allem auch, wenn man sich die Motive des Verhältnisses anhört, also warum sie ihre Tat begangen haben. Bei den Gesprächen zwischen den Angeklagten über seinen Drang, ein Kind zu töten, äußerte die Angeklagte, dass sie gerne einen toten Menschen sehen würde. Wegen dieses eigenen Interesses bestärkte sie den Mitangeklagten mit der Einstellung, ja mach mal, sie dazu töten. Auf gut Deutsch, Oliver S. hatte Mordlust, Julia B. war wohl juristisch veranlagt. Unglaublich ist übrigens auch die Tatsache, wie die Polizei auf Oliver S. als Täter gestoßen ist. Im weiteren Verlauf des Freitags meldete sich dann gestern Nachmittag neben vielen anderen Leuten, die ihren Koffer wiedererkannt haben wollen, den sie vor geraumer Zeit entsorgt hatten, dann auch der Vater unseres Täters, der uns darauf hinwies, dass auch in seiner Familie so ein Koffer vorhanden gewesen war. Und dass sein Sohn diesen Koffer ebenfalls entsorgt hatte. Ich treffe mich mit dem früheren Rechtsanwalt von Oliver S., der im Laufe des Gerichtsprozesses viele Stunden mit ihm verbracht hat. Hans Reinhardt. Wie haben Sie den Mörder Oliver S. seinerzeit wahrgenommen? Was machte er auf Sie für einen Eindruck? Als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, das war ja letztendlich im Polizeipräsidium in Duisburg, da passte eigentlich sein Erscheinungsbild überhaupt nicht zu dem, was man ihm zur Last gelegt hatte. Warum? Ja, ein freundlicher, junger Mann mit einem kindlichen Aussehen, einem recht kindlichen Gemüt, begrüßte mich und machte sofort den Eindruck, dass er überhaupt nicht wusste, wo er ist und was man überhaupt davon ihm wollte. Okay. Und das im Angesicht eines sehr krassen Tatgeschehens war für mich sofort klar, der hat überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht und welche schlimme Tat und schlimme Tragödie er ausgelöst hat. Am 7. Mai 2001 beginnt am Landgericht Duisburg der Prozess gegen die sogenannten Pokémon-Mörder. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Oliver S. und seine mitangeklagte Freunde vermindert schuldfähig sind. Diese Annahme beruht auf den Angaben, die der ältere Angeklagte im Vorfeld gegenüber der Polizei zum gemeinsamen Tatmotiv gemacht hat, das darin bestanden haben soll, ein Kind zu töten, um sich sexuell zu befriedigen.
Daraus hat die Staatsanwaltschaft den Schluss gezogen, dass eine Triebstörung vorliegt. Was hat Ihnen Oliver S. denn zum Motiv seiner Tat erzählt? Warum hat er es getan? Ich gebe das mal so wörtlich wieder, wer das gesagt hat. Das lässt sich sonst kaum beschreiben. Ich wollte mal sehen, wie es aussieht, wenn ein Kind stirbt. Entsetzlicher und grauenhafter kann das gar nicht sein. Ein Motiv für einen Mord zu haben, letztendlich zu sehen und dabei zuzuschauen, da läuft es einem wirklich mehr als kalt den Rücken runter. Letztendlich ging es ja darum, eigene Lüste auszuleben. Olli war nekrophil veranlagt, das heißt, er wollte sexuelle Handlungen an einem Leichnam vornehmen, vornehmlich an einem Kinderleichnam. Und genau das ist ja auch letztendlich so durchgezogen worden. Grausam. Ja. Wirklich. Mir fällt auch gar nichts anderes dazu ein, wenn man sowas hört. Ja. Die Mitangeklagte Julia B. hat jegliche Beteiligung an der Tat anfänglich ja abgestritten, später zum Teil zugegeben. Man hatte natürlich von ihr auch Tatspuren gefunden. Am Leichnam des Jungen waren DNA-Spuren von ihr ohne Ende. Ja. Also zu sagen, sie hat damit gar nichts zu tun, sie war gar nicht dabei, sie hat sich an dem Leichnam nicht mit vergangen, war gelogen. Ja, das war ganz klar durch die Spurenlage widerlegt. Ja. Nicht klar war aber, ob als Oliver ihn erwürgt hat, sie dabei war, Mittag angelegt hat. Das blieb letztendlich offen, weil es auch juristisch gar nicht mehr groß darauf ankam. Er hat die Tat eingestanden und sie ist zumindest als Gehilfin dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Ganz Duisburg trauert mit der Opferfamilie. Zum Andenken an den 9-jährigen Siddert gibt es eine große Trauerfeier. Etwa 1500 Menschen sind auf den Markt von Rheinhausen gekommen. Ein letztes Gebet, bevor der Leichnam zum Friedhof gebracht wird. Ein schwerer Gang für die nahen Angehörigen. Dabei hatte der Vater in den vergangenen Tagen noch die öffentliche Trauerfeier selbst organisiert und sogar die Familie des 23-jährigen Mannes eingeladen, der Siddert erwürgt hatte. Sie sei ihm nicht schlecht, nur weil ihr Sohn schlecht sei, so wird er zitiert. Ich muss sagen, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Siddharts Vater die Eltern des Mannes zur Trauerfeier einlädt, der seinen Sohn ermordet hat. Ich kann mir diesen Schmerz, sein eigenes Kind zu verlieren und dann auch noch auf solch eine grausame Weise nicht annähernd vorstellen. Siddhart wäre heute 16 Jahre alt, könnte auf ein Gymnasium gehen oder eine Ausbildung beginnen. Sein Vater wird vermutlich nie darüber hinwegkommen. Seit dem Mord ist sein Leben zerbrochen. Ich wollte ja schon zu ihm. Ich hab gedacht, wenn ich sterbe, komme ich auch dahin. Und der wartet auf mich. Da wollte ich schon. Aber es sind ja noch andere Kinder da. Und nur die halten Siddharts Vater am Leben. Vor Gericht treten Siddharts Eltern als Nebenkläger auf. Sie müssen sich all die abscheulichen Details über den Mord an ihrem Sohn anhören und den beiden Angeklagten direkt gegenüber sitzen. Hat Ihr Mandant Oliver S. damals im Prozess Reue gezeigt? Nein. Oliver S. hat niemals Reue gezeigt, weil er aber auch gar nicht in der Lage war, entsprechende Empathie zu empfinden. Er war eigentlich völlig empathielos. Das kam auch dadurch zum Ausdruck, dass er mich beispielsweise fragte, sagen Sie mal, war das eigentlich falsch oder richtig, was ich da getan habe? Das hat er Sie gefragt? Ja. Und diese Fragestellung impliziert natürlich, dass er sich mit der schlimmen Tat überhaupt nicht auseinandersetzen kann. Das bringt ja auch seine Zerrissenheit und seine Psyche und völlige Empathielosigkeit auf den Punkt. Am 22. Juni 2001 fällt das Duisburger Landgericht das Urteil gegen die Pokémon-Mörder. Der Angeklagte Oliver S. wird wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet. Die Angeklagte Julia B. wird wegen Beihilfe zum Mord zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Warum hat Oliver S. am Ende nicht lebenslange Freiheitsstrafe bekommen? Einmal ist es so, er stand erstmalig vor Gericht und man hat ihm eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zuerkannt. Die Rechtsfolge ist die, dass vom juristischen Gebäude her eine Strafrahmenverschiebung durchgeführt wird, von der lebenslänglichen Freiheitsstrafe in eine zeitige Freiheitsstrafe. Im Ergebnis kam es aber gar nicht darauf an. Denn es war ganz klar, dass er erstmal in die Psychiatrie eingewiesen wird und bei einem derart schwerwiegenden Tatgeschehen ist meistens die Unterbringung in der Psychiatrie das echte lebenslänglich. Also man hat festgestellt, er ist im Endeffekt schwer wahrscheinlich resozialisierbar und er muss weggesperrt werden.
Hätte man denn so etwas verhindern können? Ich meine, er war ja auffällig schon im Kindes- und Jugendalter. Häufig ist ein Problem, dass diejenigen aus unterschiedlichen Gründen eben sich keine Hilfe suchen. Oder etwas, was ich auch häufig durch die Arbeit mit Gewalttätern schon erfahren habe, ist, dass diese manchmal sagen, als ich so ein Angebot erhielt, da war ich schon so zu, ich war schon so isoliert von anderen, hatte so eine Mauer aufgebaut, dass ich überhaupt nicht mehr bereit war, mich zu öffnen oder einzusehen, dass ich Hilfe brauche. Spät war es schon. Es war zu spät. Ich möchte deswegen jede Person, die dieses Video schaut und vielleicht selbst extreme Gewaltfantasien hat und sich Sorgen macht, dass diese Person sich professionelle Hilfe sucht. Es gibt also niedergelassene Personen, die Psychotherapien anbieten. Es gibt Kliniken. Es gibt sogar Fachstellen für Menschen mit sehr, sehr gefährlichen Fantasien. Und es gibt auf jeden Fall Hilfe. Und es ist zu erwarten, dass heutzutage eine Hilfe angeboten wird, die es vielleicht in dieser Form nicht gab oder nicht leicht zu finden war vor 20, 30 Jahren. An dem Ort, wo Seelas Leiche gefunden wurde, ist heute eine kleine Gedenkstätte, was ich wirklich sehr schön finde. Ich muss außerdem zum Ende dieser Doku sagen, es war eine meiner schwierigsten Recherchen, einfach weil ich diese ganze Vorgehensweise von Oliver S., die eigene Mord und Sex zu befriedigen, indem man ein kleines Kind tötet und enthauptet, so unfassbar widerlich und abscheulich finde. Auf der einen Seite bin ich sehr wütend, dass so etwas passieren konnte, auf der anderen Seite einfach nur ultra traurig. Wie ging es euch beim Gucken der Doku? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Bock auf True Crime Stories habt, dann schaut euch gerne auch mal unsere weiteren Videos an.